Okay, also wir machen heute mit unserem Faden eine Knotenkette. Und zwar geht die folgendermaßen. Ich zeige das mal kurz. So, jetzt haben wir hier Knoten drin und da kann man dann auch an einem Faden ziehen. Und dann löst die sich ganz von selber wieder auf. So, aha. Okay. Und das machen wir folgendermaßen, also wir legen den Faden über unseren Zeigefinger und Mittelfinger. Dann nehmen wir den Faden, der beim Zeigefinger ist, und legen den hinter unseren kleinen Finger. So, und jetzt haben wir hier den Faden beim Mittelfinger. Mit dem machen wir eine Schlaufe um den Daumen rum. Und die Schlaufe nehmen wir dann hoch und tun die über unseren Zeigefinger und unseren Mittelfinger legen. So, das machen wir dann zweimal. Jetzt haben wir drei Schlaufen um unseren Zeigefinger und Mittelfinger und das würde heißen, wir haben dann drei Knoten. Also man kann das noch beliebig oft weitermachen mit den Schlaufen um den Daumen und die drüber legen. Und wenn man dann die Knoten machen will, dann tut man den Faden vom Mittelfinger zwischen Zeigefinger und Mittelfinger einklemmen und dann einfach die Fäden, die Schlaufen von Zeigefinger und Mittelfinger runterziehen und dann hat man hier die Knoten in dem Faden und ja, genau, und zum Auflösen einfach dran ziehen. Und wenn man dann die Knoten nicht allzu fest zieht, dann funktioniert das auch mehr oder weniger gut. Genau. Okay, also jetzt zeige ich euch einen Handentfesselungszaubertrick und zwar geht der so. Okay. Jetzt machen wir das nochmal langsam, also den machen wir so. Als erstes, dass der funktioniert, nehmen wir den Faden, den wir haben, doppelt und legen den praktisch so in unsere Handfläche rein. Dann nehmen wir den von hinten und tun den einmal zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und einmal zwischen kleinem Finger und Ringfinger durchziehen und dann tun wir den um den Daumen rum, sodass der Faden, der vom kleinen Finger kommt, praktisch unten ist. Und der Faden, der vom kleinen Finger kommt, tun wir auch wieder um den kleinen Finger rum. Dann drehen wir einmal und tun den Faden vom Zeigefinger wieder um den Zeigefinger rum, ziehen das fest. Und dann haben wir hier, wenn wir die Fäden vom Daumen runternehmen, sehen wir, haben wir hier so ein X. Das tun wir dann zwischen Mittelfinger und Ringfinger. Und dann können wir einfach hier unten an den zwei Fäden ziehen. Und ja, dann sind wir wieder frei.